Liebe Eltern, Ihre Kinder zeigen Ihnen nun einen langsamen Walzer. Auch von mir hier nochmal den letzten Tipp. Der Herr startet mit dem rechten Fuß, die Dame mit dem linken Fuß. Die wir heute Mittag mit mehreren Autos hierher gekarrt haben. Ein herzliches Dankeschön, dass ihr gekommen seid. Ja, jetzt geht es weiter mit dem Foxtrot. Im fortgeschrittenen Kurs stellen wir den Hund auf den Kriegsbrett. Jetzt ist aber noch der Foxtrot. Die Herren bitte mit dem Rücken zur Mitte. Der Innenkreis, wir haben ein bisschen nach innen passend, wo es ein bisschen zum Mensch angeschoben. Und der Herr startet links vor, die Dame wieder rechts zurück. Oh.
gesagt, danach habe ich es Harry hundertmal gesagt und ihr habt es mir wieder nicht geglaubt. Wenn also der Vater da steht mit der Kamera und euch hinterher in dem Fuchs, dann heißt es, Kopf hoch, nach links und lächeln. Ja? Und was habe ich gerade gesehen? Kopf runter. Ja? Das hat er wunderbar gehört. Sonst haben wir noch keine schönen Fotos von der Veranstaltung. Das ist so süß wie die Papas da hinterher. Ne? Ist aber erlaubt, da die Väter dürfen das, die Mütter dürfen das auch. Und ihr achtet darauf, dass jetzt beim Tango, der jetzt kommt. Der Kreis wird jetzt kommen. Ja, der Kreis, das meinen Sie gleich, wenn jetzt der Haltung ist. Aber Tango kommt jetzt, ne, Frank? Richtig. Den Tango haben wir nämlich auch gelernt. Und den erkennt man schon an der schönen Tango-Tanzhaltung. Schräg zur Wand geht's, verteilt euch wieder. Der Außenkreis geht ganz nach außen, nach dem Kreis steht immer so ein bisschen die Hintermann. Wir sind ganz zusammen getanzt. Dann kommt der Dame links, aber jetzt rechts interessanter ist. Auch hier mein letzter Tipp, der Herr startet links vor und denkt dran, jetzt sind die Kameras ganz bewusst bei der Tango. Das ist schon etwas ganz Besonderes. Ja? Also Kopf hoch, lächeln, der links, Dame rechts. Hose zwischen die Zehen. Hat die Kamera nicht so weit, sind wir noch nicht. Okay, let's